Anas Murat macht wohl die schönsten Cafés Wiens. Wir haben ihn gefragt, was hinter der Kaffeekunst steckt. Ich bin Anas, ich bin aus Kurdistan. Ich war schon in Syrien in einer Gastronomie gearbeitet, dann ich bin hier in Österreich gekommen. Ich habe als Barista gearbeitet. Ich arbeite beim Café Stein und die Kunden haben Freude auf meine Bilder. Zeichnen auf dem Kaffee. Was ist denn besonders schwierig zu zeichnen? Es gibt keine schwierig. Übrigens macht die Meister. Ich mache entweder mit Kakao oder mit Lebensmittelfarbe. Ja, ich habe in Instagram einen Account und ich, das heißt Barista Picasso und ich poste alle Bilder dort. Ich habe jetzt fast 4000 Follow. Das gefällt diesen Leuten, so wie ich habe gelernt. Und es gibt andere Leute, die wollen auch weiter das lernen, wie man so zeichnen auf dem Kaffee. Vielleicht auch sie wollen auch lernen und weiter lernen, arbeiten.